Als Walkabout Minigolf damals gestartet ist, hat keiner geahnt, was für ein Überraschungshit das Ding wird. Ja, das ist es geworden. Tagtäglich treffen sich VR-User auf den virtuellen Golfplätzen zum Einlochen. Und das Ding gibt es jetzt auch im Pico Store natürlich für 14,99 €. Und das habe ich mir natürlich jetzt direkt für euch angeschaut. Ich habe auch mal ganz, ganz kurz in den Multiplayer reingeschnuppert, ob ihr überhaupt schon Leute findet. Welche Version ist es von Walkabout Minigolf? Weil ich möchte schon mal ein bisschen spoilern. Es ist leider nicht die aktuelle, aber trotzdem macht es natürlich Fun. Ich nehme euch jetzt mit auf den virtuellen Golfplatz ins Menü, zeige euch so ein bisschen was. Und dabei wünsche ich euch natürlich wie immer viel, viel Spaß. Ja, ich bin der Walkabout Minigolf und das kenne ich natürlich noch von der Quest. Und ich bin gespannt, was drin ist. Es ist wahrscheinlich wieder eine ältere Version. Hier sind die DLCs zum... Ach, die muss ich freischalten. Okay, es sind gar keine DLCs. Jetzt sieht schon wieder Quatsch hier. Hier oben die Schrift, das ist leider ein bisschen am Flimmern. Das kenne ich auch ein bisschen besser, ne? Also hier, wie der Kurs heißt. Jetzt kann ich es natürlich lesen, wenn ich das groß mache. Und ja, das Ding kenne ich schon. Cherry Blossom kenne ich nicht, aber wir schauen erstmal. So, mein Name ist Player 1. Version haben wir 3.1. Ich muss jetzt lügen, was es auf der Quest ist. So, spiele mit einem Controller. Ich guck mal, hier kann ich mich teleportieren. Okay. Spiele mit einem Controller. Sofort Wiederholung Y und B. Pausenmenü XA. Teleport bewegen. Zeige nach oben, um zu fliegen. Okay, das sollte hier auch gehen, ne? Oder auch nicht. Das geht nicht. Ich habe wieder Scheiß gemacht. Wie war das? Ich vergesse das auch immer bei der Quest, ne? Teleportieren, bewegen. Zeige nach oben, um zu fliegen. Okay. Ah, jetzt geht's. Jetzt fliege ich. Okay. Flugmodus aktiviert. Drücke den Trigger und fliege dann wieder zurück. Weg. So, es ist erstmal Snapturn. Da stelle ich natürlich dann noch um. Es sieht okay aus. Im Hintergrund flimmert es so ein bisschen. Und ich fummel schon wieder meine Kopfhörer rum. Da muss ich mir echt noch was einfallen lassen, Leute. Gebt mir mal so ein paar Tipps, ja, was man da so machen kann. Dankeschön. So, was war das? Ah, ne, man kann ja nicht zurückfliegen, ne? Ah, jetzt muss ich mich einmal drehen. Da ist was aufgepoppelt, ne? Guckt mal, das ist weg. Ha? Seht ihr das? Und jetzt? Zack, jetzt kommt es wieder. Okay, wir drücken Trigger. Und jetzt bin ich wieder auf dem Boden der Tatsachen. Jetzt habe ich Scheiß gemacht. Wo bin ich denn hier? So. Ich will laufen, nicht teleportieren. Okay. Das kann man, wie gesagt, alles nur einstellen. Das mache ich natürlich jetzt hier in Player und Einstellungen. So, das ist mein Avatar. Cool sieht er aus, ne? Was nehme ich denn? Komm, ich nehme mal... Ne, so alt bin ich ja noch nicht. So, ihr könnt natürlich ein bisschen was einstellen. Auch das ist ein bisschen am Flimmern, schlecht zu lesen. Die Augen kann man einstellen. Hier, ich nehme mal so dreieckige, ne? Eine Brille brauche ich nicht, habe ich auf. Piercings und Nasenpiercing hier für mich, ne? Hier so eine Cappy, Outfit, weiß ich nicht. Da machen wir sowas hier, das sieht ganz gut aus. So, Putter 50% Stärke, ich gehe mal ein bisschen näher dran. Bewegung, glätten, Fortbewegung, glätten und jetzt müsste ich mich eigentlich bewegen können. Ja, jetzt kann ich laufen. Ach, zurück geht ja nicht bei dem Spiel, okay, ich vergesse das immer. So, Tempo ein bisschen schneller, weil das ist sehr, sehr langsam. Machen wir hier mal. So. Okay, das Drehen ist auch sehr langsam. Ne? Mach das hier mal schneller, ey. Ist noch zu langsam. Ja, dann müsst ihr durch, Leute. Dann müsst ihr durch. Dann müsst ihr aber hier für euch auch selber einstellen. So, das ist cool. Ja, jetzt gefällt es mir. Drehen ist okay. Also, das sieht okay aus. Da kann man nicht meckern. Ne? Da zieht nichts nach. Alles super. So, dann natürlich hier auf Ballzentrieren Trigger drücken, zum Putten greifen optional, finde verlorene Bälle, man kann verlorene Bälle finden, ne? Dann könnt ihr was, dann kommt ihr hier dazu. So, verlorenen Ball aufheben und Schlag rückgängig machen, Übungsmodus geht das aber nur, ne? Mit dem Schlag rückgängig, ne? Bälle könnt ihr natürlich im Spiel aufheben und das war's. Und theoretisch braucht man jetzt nur einen Controller, ihr seht, ich habe auch nur eine Hand und deswegen lege ich den anderen natürlich jetzt zur Seite. Oh, den haue ich mir gleich bestimmt hier selber weg. So, ein Controller reicht bei dem Spiel, ist dann auch viel besser zu spielen. Okay, ich würde sagen, ich nehme jetzt hier mal so einen roten Ball.
Da könnt ihr den aussuchen. Auch die laufen hier fluffig hin und her, da ruckelt nichts. So, ich nehme den roten. Und Sprache könnt ihr uns auch noch einstellen hier, ne? Und hier kann man auch einen Namen eingeben und dann machen wir natürlich jetzt Toxic. Achso, erstmal das wegmachen hier, löschen. Also, wenn ihr mich dann trefft, dann wisst ihr, dass ich das bin. So, und dann mache ich jetzt mal eine Runde und schaue mir das Ganze mal an. Wie gesagt, die DLCs fehlen leider. Okay. Und dann schauen wir mal. Original, Gothic, das kann ich alles, kann ich das schon spielen? Okay. Cherry Blossom kenne ich, glaube ich, schon. Siegel Stux kenne ich, glaube ich, nicht. 9 vor, 9 zurück. Runde spielen. Wir spielen jetzt einfach die Runde. Ich bin gespannt. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. So. Ja, es sieht okay aus, ne? Und jetzt kann ich natürlich hier fliegen und kann mir das Ganze erstmal von oben angucken. Also das ist der ganze Kurs. Schön riesengroß, ne? Schaut euch das an. Und es ist wirklich schon ja, so ein eigenes kleines Metaverse geworden hier, Walkabout Minigolf. So, und wenn ich jetzt hier laufe, wo ich nicht hingehöre, so wie hier, und ich drücke jetzt den Trigger, dann komme ich automatisch zum Ball. So, da ist das erste Loch. Und ich muss mir das hier mal anders zündeln hier. Das ist scheiße. Sorry, Leute. Also, wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, hier wegen meinen Ohrsteckern oder irgendwas Tolles wisst, dann sagt mir Bescheid. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Zack. Das war jetzt nicht so super, ne? So, wenn du die Hände wechseln willst, nimm einfach den anderen Controller und drücke eine Taste. Nein, möchte ich nicht. Also, ihr könnt natürlich auch... Da ist zum Beispiel ein Ball. Also, jetzt habe ich es klein gemacht mit A. Okay, habe ich vergessen, ne? Könnt ihr auch. Und dann seht ihr jetzt, wie viele Schläge ich brauche. Ihr seht die ganze Map nochmal in klein. Habe ich schon wieder vergessen, ne? Okay, oder, ja, ist A, ne? Ist A, okay. Spiel fortsetzen. So, wenn ich jetzt den Dings nach hinten ziehe, den Touch-Controller, dann habe ich den Ball eingesammelt. So, Schläge. Seht ihr hier auch, ne? Wenn ihr den Arm umdreht, alles gut. So, Trigger gedrückt und das Ding sollte man natürlich jetzt hier einlochen. Yeah! Ja, das ist Walkabout Minigolf. Und das könnt ihr natürlich mit mehreren spielen, dann macht das richtig, richtig Laune. Ihr könnt natürlich jetzt den Trigger drücken, dann seid ihr direkt oben beim nächsten Ball. Aber ihr könnt natürlich auch rumlaufen und ein bisschen Sightseeing machen zwischendurch. Richtig cooles Ding auf jeden Fall. Gucken, ob hier irgendwo ein Ball rumliegt, ne? Weiß ich noch nicht. So, Trigger gedrückt. Da ist ein bisschen Wasser im Weg, ne? Gucken, können wir den da drüber gepölt kriegen? Ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, drüber gepölt habe ich ihn gekriegt, aber bisschen sehr weit, ne? Also das war nix. Dann machen wir dann doch mal die bessere Variante hier, ne? So, ich schaue mal wieder nach dem Ball. Die Grafik ist zwar sehr schlicht, aber das funktioniert ja trotzdem. Und die DLCs, die sind echt super. Und leider gibt es die noch nicht für die Pico, aber die werden garantiert kommen. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. So, und schauen wir mal. Yeah, die den ersten nicht verkackt. Wäre ich schon richtig gut dabei. So, da ist wieder ein Ball. Guckt mal hier. Zack, angesaugt. Jawohl. So. Wir schauen mal auf die kleine Karte, wie es aussieht. 2 von 2, das ist gut. 3 von 3, das ist auch sehr gut. Und ich bin jetzt hier gleich bei 3. Und dann geht es hier rum, darum. Dann geht es hier wahrscheinlich hoch und dann hier rum. Und richtig toll, ne? Das Spiel vorsetzen. Weiter geht's. Und ihr könnt auch sehen, ob ihr da schon Bälle gefunden habt. Hier, verlorener Ball ist ein Haken drunter. Also bei jedem Loch scheint es einen Ball zu geben, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oder anders ist das ja hier nicht markiert. So. Okay. Wo müssen wir hin? Da liegt der Ball. Ich schau mal. Was ist das noch? Also ich muss um diesen Berg drumherum. Ich suche schon wieder Bälle, Leute. Eier suchen hier, Bälle suchen. Da ist ein Ball. Zack. Mit einem Herzchen. Ach, wie schön. So, ich drücke den Trigger und dann... Da kann man auch durchkommen. Guck mal, es gibt immer so mehrere Wege. Ist natürlich schwerer, aber wahrscheinlich kann man dann auch ein Hole-in-One machen, wenn man das schafft. Ich probiere das mal.
Okay, der war gar nicht so doof, ne? Der war zwar nicht so, wie er sollte, aber der war gar nicht blöd. So. Yeah! Haha, klatsch, klatsch. Ja, wie gesagt, mit mehreren Leuten macht das natürlich viel mehr Laune. So, hier haben wir das nächste. Hier haben wir sogar eine Schanze. Wie ist denn jetzt länger geworden? Hey, meiner ist länger geworden. Habt ihr das gesehen? So. Ich gucke erstmal wieder hier nach so einem Ball. Ball, Ball, Ball. Kein Ball zu finden. Da ist ein Ball. Guckt mal hier, wieder einen Ball gefunden. Es gibt auch einen Nachtmodus übrigens, ja. Ich weiß nicht, ob jetzt in der Urversion. Auf jeden Fall gibt es jetzt auf der Quest auch einen Nachtmodus und auch dort könnt ihr Bälle finden. So, mal gucken, ob wir jetzt einen Hole-in-One schaffen. Ah, Hole-in-One wird es nicht, aber er ist drüben angekommen. Sehr cool. Sieh auf dein Handgelenk für Lochinformationen. Da sind meine Lochinformationen. Ich bin bei minus 1. Yeah! Minus 3. Also ich habe das hier sehr gut abgelegt. Aber auch die Musik und so, das ist sehr stimmig, ne? So, auch hier muss ich wieder einen Ball finden. Ich schau mal. Möchte ich natürlich mitnehmen, wenn ich ihn finde. Ich sehe keinen Ball. Irgendwo einer versteckt hier. Nichts zu sehen. Nö. Ja gut, dann lassen wir den hier. Der ist dann für euch, ne? So, hier haben wir jetzt rechts und links so eine Wölbung. Ich gucke immer noch nach dem Ball. Ich kann es nicht lassen. Okay. Ah! Ach, was war das denn? Verfluchte Axt hier. Shit, da. Habt ihr das gesehen? Das ist doch... So, und irgendwie kann man das jetzt hier so eine Zeitlupe machen. Da guckt euch das an. So, guckt. Ja. Mann. Ich will den Ball. So, bin sauer. Bin knatschig. Egal. So. Ich finde den Ball hier nicht. Oder gibt es hier keinen? Egal. So. So, auch 2. Minus 3 bin ich immer noch. Da unten müssen wir auch noch hin, ne? Okay. Dass ich den Ball hier nicht finde, das ist aber jetzt ein bisschen ärgerlich, oder? Da ist er! Zack. Ein Regenbogenball. So, weiter geht's. Da ist der nächste, der ging diesmal sehr schnell. So, hier gucken wir mal wieder. Ich kann links rum. Oh, das ist ja aber sehr kurvig, ne? Oder ich kann da rum. Was ist besser? Darum, ne? Wenn ich den jetzt so an die Bande, dann könnte der eventuell... Ich versuche das mal. Ach, so war das nicht geplant. Du solltest ihn nicht zickezacke machen. Ach, shit. Der liegt aber jetzt sehr, sehr doof, ne? Und? Ah. Das war nicht gut. Der geht nicht, der kommt nicht. Ah, jetzt meinen ganzen Schnitt mache ich jetzt hier kaputt. Yeah! Minus 4, sogar noch besser. Ich guck mal eben. 5 hätte man hier nehmen müssen oder dürfen für ein paar. Und ich habe hier nur 4 gebraucht. Okay. Wo sind wir denn überhaupt? Loch 6 von 18. Ein bisschen haben wir noch. Fortsetzen. Wo muss ich hin? Ah, die Treppe rauf. Yeah! So, auch hier wieder irgendwo ein Ball am rumliegen. Schauen wir mal. So, was haben wir hier überhaupt? Guck mal, da sind hier Hindernisse im Weg. Aber einen Ball finde ich hier wieder nicht. Oder vielleicht gleich aus Versehen. Da geht es, glaube ich, gleich hoch, ne, wenn ich fertig bin. Also hier sind... Da ist der Ball. Zack, guck mal hier. Richtig schön. Ganz viele Bälle gesammelt. So, ja, wie machen wir das am besten? Ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen vorsichtig. Das war ja mal gar nichts. Ach, Scheiß. Okay, also die Bahn verkugel ich jetzt hier, das sehe ich schon.
Ja, ich wusste es. Ich wollte eigentlich da links durch, ne, ganz klar. So war es eigentlich geplant vom ersten Schlag an, aber okay. So. Yeah! Minus 3, ich habe mir einen Punkt selber vergaggelt hier. So, nächste Loch. Komm her. So. Auch hier muss wieder irgendwo ein Ball rumfliegen. Das sieht relativ einfach aus. Das ist aber, das geht aufwärts, ne? Also wenn ihr nicht fest genug schlagt, dann rollt der Ball wieder zurück. Apropos Ball. Wo liegt er? Da. So. Ey, bleib doch da hinten. Geh doch nicht hin. Das habe ich ein bisschen... Na, nee, nee, nicht wieder da. So, jetzt passt es aber, ne? Ja, okay. Yeah! Oh, es wird weniger, minus 2. Ich hatte gerade schon mal minus 3. Aber ich habe alle Bälle bis jetzt gefunden, glaube ich, ne? Super. So, ich schaue nochmal hier. Bälle. Ich spoilere euch hier, wo die ganzen Bälle sind, ne? Zack! Super. So, wir haben ja ein Hindernis wieder im Weg. Und ja, entweder hier rum oder außen rum, ne? Ich mach das außen rum hier, das ist, glaube ich, einfacher. Komm, geh rein! Ach, wenigstens so ein Hole-in-One hier fürs Video, das wäre doch was, ne? Aber der war gar nicht schlecht. Yeah! Jawohl, wieder minus 3, es ist besser geworden. Und es geht über die Brücke. Komm, wir fliegen nochmal, weil es so schön war. Guckt. Guck mal, da oben kann man auch was sehen. Also ihr könnt wirklich auch Sachen hier entdecken. Einfach mal so ein bisschen rumfliegen. Sehr geil gemacht übrigens. Also, oder ist sehr geil gemacht. So. Zack. So. Hindernisse, Wasser haben wir hier. Ball muss ich finden. Der liegt bestimmt hier irgendwo, ne? Also so mega sind sie jetzt hier nicht versteckt. Ja, jetzt erzähle ich hier einen und finde ihn nicht, ne? Ich finde den Ball nicht. Okay. Ja gut, muss er ja was übrig lassen. So, wir können links rum oder rechts rum. Oh, das ist aber jetzt tricky hier. Ah, nicht ins Wasser, das war nicht so geplant. Mann. Ah, kann man den auch da drüber schnippen? Geht das? Ich probiere das mal. Oh, schnippen kann man. Jetzt ist er im anderen Wasser. Scheiß. Na, mach jetzt langsam. Habt ihr jetzt eh verkackt hier, ne? Okay. Ah, fast gut. Fast sogar gut. Ja, ich mach gleich weiter. Ich muss nochmal nach dem Ball suchen. Wo ist denn der Ball? Mann. Was ist das denn? Ich hänge hier in meinem Kabel drin. Ich finde den Ball nicht. Nee, das funktioniert nicht, ne? Also hier kann man noch nicht rumschummeln. Einfach mal so ein bisschen machen. Geht nicht? Okay. Gut, spiel mal Golf. Ne? Wollen ja nicht rumalbern hier. Ach, passt nicht. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Das war so eine gute Partie und jetzt hier so ein Scheiß. Hallo? Was Schlaglimit erreicht? Was soll das denn? Ich war gut. Ach du Jemine, jetzt habe ich hier voll verkackt in der Runde hier. Und den Ball nicht gefunden. Ach, jetzt habe ich schlechte Laune. Jetzt habe ich Depression. So, der scheint relativ einfach zu sein. Einfach pölen.
Und geht's hier nicht weiter? Ball, Ball, Ball. So viele Möglichkeiten gibt es hier nicht, wo die den Ball hier hätten verstecken können. Ich saug mal überall. Ne. Ball, Ball. Kein Ball. Ne. Okay, spielen wir Golf. So. Wa-wa-wa-wa-wa-wa. Machst du da? So, so sollte das. Ja, so sollte das jetzt aber wieder nicht. So. Mann. Ja, wenigstens etwas. Yeah. Plus zwei. Ich werde immer schlechter. Lass hier keine Bälle mehr rumliegen. Da ist einer. Guck mal, Leute. Ganz blöde versteckt hier. Aber ich habe dich noch gefunden, du kleines Bälleken. Ja, so einfach ist das, sich nicht vor mir zu verstecken, du kleiner Ball. Okay. So. Ja, was muss ich da treffen? Am besten da die Kante von dem Stein, ne? Aber ich mache das jetzt hier wieder auf die langsame Art. Ich glaube, das ist besser. War gar nicht so doof, oder? Ball, Ball, Ball. Ich suche den Ball. Keinen Ball zu finden, okay. Der passt. Der ist gut. Immer noch plus eins, oder? Ja. Aber komm, so schlecht ist doch meine Runde hier gar nicht. Ball, Ball, Ball. Kein Ball. Ne. Okay. Weiter geht's. Was haben wir hier? Oh, das denn hier? Steine. Noch mehr Steine. Ganz viele Steine. Ball? Ne. Kein Ball nirgendwo hier. Das war so gut am Anfang mit den Bällen, ne? Ich habe irgendwas gesagt, die sind gar nicht so gut versteckt, ne? Da ist einer. Okay. So. Dann schauen wir mal, wie das hier geht. Ach, wieso bist du denn da in die Mitte dran gegangen? Das ist doch blöd. Der passt. Ach, fast. Hä? So. Yeah! Immer noch plus eins, okay. Wo bin ich überhaupt? 13, also wir haben noch 5. 5 Löcher noch. Also 2 von 2, 3 von 3, 3 von 2, 2 von 3, 2 von 4, 2 von 5. Also hier habe ich voll abgelost. Da, kleiner Vogel. Und wir machen einfach mal weiter. Ja. Okay. Hier sind so Treppen runter. Dok, 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 dok. Ich nehme die rechte Treppe. Ja, das zum Thema. Ach ja, das ist die rechte. Ich wollte die linke. Ich habe die rechte gesagt, wollte die linke. Da ist ein Ball. Zack. So. Ob ich den schaffe, ne? Ach, der war zu fest, ne? Zack. Immer noch plus eins. Was soll denn das? Ich spiele hier richtig gut. Wo muss ich denn hin? Treppe runter. Zack. Ball. Nirgendwo ein Ball versteckt. Da, ne? Nee. Okay, was haben wir überhaupt? Hier rum, das ist blöd. Hier rum. Darum. Lari darum. Kein Ball. Ich bin hier mehr am Bälle suchen wie als am Golf spielen, kann das sein? Okay. Also das Ding kriegt man hier nicht mit einem Schlag. Wie mache ich denn?
Ach, das war doch nix. So war es nicht geplant. Das ist doch scheiße. Hätte Minimum da liegen müssen, ne? Hallo? Ich stehe hier ein bisschen doof. Soll ich darum spielen? Na gut, komm, dann spiele ich darum. Ball? Kein Ball. Der war gut. Der war gar nicht so blöde, ne? Der passt nicht. Ja. Yeah. Und? Immer noch plus 1. Aber das ist nicht schlecht, oder? Für das erste Mal. Ich kenne den Kurs nicht. Ich habe den vorher nie gespielt. Kein Ball. Kein Ball. Okay. So, das ist ja einfach. Das ist ja Pillepups. Das mache ich hier mit einem Schlag. Einfach da drüber bei dem Berg, Ballump, und dann ist das da drin, das Ding, ne? Das machen wir jetzt. So. Das ist der Ball, das ist auch einfach. So. Was sage ich das jetzt hier? Ne? Mit einem Schlag geht das. Der ist nämlich einfach. Seht ihr? So. Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Ja? Hole in one? Jawohl, Leute. Mega. So, jetzt geht's nochmal runter. Und auch hier muss irgendwo nochmal ein Ball versteckt sein. Das einmal da hoch und dann... Ja, das kann man auch locker mit einem Schlag schaffen, wenn man das richtig angeht. Da ist ein Ball. So. Also, den richtigen Punkt da oben treffen, dann rollt ihr wieder so zurück. So, das war gar nicht so doof, ne? Yeah! Jawohl, ich habe wieder richtig aufgeholt hier. Minus 2. Den habe ich doch gerade schon mitgenommen, ne? Achso, das ist nur so eine Violette. Was ist das denn? Darf der nicht daneben doch, ne? Ist ja relativ einfach. Einfach draufpölen. Ich suche schon wieder Bälle. Bälle. Sind hier kein Ball. Da. So. Letzte Loch ist das, glaube ich, ne? Jawohl. Also ich habe hier so ein paar Bälle nicht gefunden, aber die meisten habe ich. So, das probiere ich jetzt einfach hier mit Schmackes. Das muss gehen. Aber das war Kunst, oder? Muss man ja mal sagen. Kunst war's. Okay. Das war jetzt doof, ne? Der hätte jetzt... Muss man den vorlegen. Ach, nicht so weit! Ich verkack alles jetzt hier. Alles, was ich mir so schön erspielt habe. Jawohl. Ja, mit minus 2 gehe ich raus, ne? Das ist doch mega, oder? Leute, da kann man noch nicht meckern, ne? Applaus. Das habe ich doch super gemacht. So. Hier seht ihr das nochmal. Was mir jetzt auffällt, wenn ich mich so drehe, dann zieht das alles unheimlich nach und läuft nicht fluffig. Ja, ich bin ja ehrlich, das ist so. Liegt vielleicht an der Aufnahme oder dass das Spiel noch nicht 100% optimiert ist für die Pico, das weiß ich nicht. Ja, jetzt läuft es fluffig. Jetzt läuft es wieder fluffig. Jetzt zieht auch nichts nach, jetzt wie sich das gehört. Also das ist alles noch nicht so 100% stimmig, wahrscheinlich mit der Firmware der Pico, die Spiele selber, dass die noch nicht so ganz angepasst sind. Das ist hier auch noch sehr, sehr schlecht zu lesen, ja. Aber okay. So, Hauptmenü. Ja, jetzt kommen meine ganzen Bälle hier. Guck mal, die habe ich alle gefunden. Dann geht dann. Guck mal hier, das wird richtig voll, das Ding. Hehe. Geil. Zack. So. Und jetzt werde ich mal ganz kurz schauen, ob ich jemanden finde. So, Verbindung wird aufgebaut. Spielersuche läuft. Gegner gefunden. Okay. Nochmal ablehnen. So, dann können die mich nicht hören, weil ich gehe sofort wieder raus. So. Ablehnen.
So. Jetzt bin ich in einem Spiel und das heißt, ich habe jemanden gefunden, die spielen hier schon. Das ist der Egbert. Okay, hi Egbert. Aber ich gehe natürlich jetzt auch direkt wieder raus. Ich weiß noch nicht wie. So. Hoppen. Ja, trotzdem beenden. Okay. So, ihr seht, ich finde mehr Spieler, also Randoms, das geht. Also ihr müsst es nicht alleine spielen und ihr könnt natürlich auch Leute einladen. Das ist gar kein Problem. Ja, Multiplayer-Test bestanden auch hier. Wenn ich mich jetzt drehe, zieht es nach. Und ja, das ist nicht schön. Es ist nicht optimiert, sagen wir mal so. Also es läuft auf der Quest definitiv fluffiger. Und das hier ist auch noch eine ältere Version. Ich versuche mir das mal zu merken. V3.1 und ich schaue gleich mal im Quest Store, welche Version da ist. Jetzt läuft es wieder einigermaßen fluffig. Also das variiert so ein bisschen. Ne? Übrigens könnt ihr auch hier den Dings hier den Stock auswählen, ne? Welche Farbe und so weiter. Aber man merkt halt, es ist noch eine ältere Version. Preislich 15 Euro, genau wie die Quest-Version. Aber es ist Walkabout Minigolf, es macht mega, mega Laune. Und ich sag mal, als ersten Port ist das schon mal okay. Es ist sehr gut spielbar und wie gesagt, Multiplayer funktioniert auch. Okay Leute, ihr habt im Ganzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Kurse. Den habe ich jetzt freigeschaltet. Ich glaube, das ist derselbe nochmal, nur auf hart. Und das ist dann der normale. Hier liegt jetzt Schnee, seht ihr? Also ein bisschen ändert sich das. Und ja, also im Grunde habt ihr dann 8 normale Kurse, die dann nochmal irgendwie gespiegelt werden, nachts und tralala und irgendwie sowas. Gut Leute, ich sag tschüss. Ach nee, nicht ganz, ne? Kommt ja noch was. Nämlich das Fazit. Ja, das ist Walkabout Minigolf und das hat sich wirklich total gemausert. Es gibt da mega coole DLCs für, leider noch nicht auf der Pico. Ich habe gerade noch mal in den Quest Store geschaut. Dort sind wir mittlerweile bei Version 3.3 und ich glaube, das hier war Version 3.1. Ich weiß es nicht, ich habe es gerade aufgenommen. Ich habe schon wieder vergessen, bin ja ehrlich. Aber auf jeden Fall eine ältere Version. Es sind die Standardkurse mit drin, die sind alle gut spielbar, das macht auf jeden Fall Laune. Nur hin und wieder, ja, wenn ich mich drehe, dann zuppelt das Bild so ein bisschen oder wenn ich den Ball schlage, dann zuppelt der auch so ein bisschen, aber größtenteils läuft es eigentlich fluffig. Also irgendwie muss hier noch ein bisschen was optimiert werden. Es ist ja nicht das erste Spiel, was A älter ist und B dann nicht so ganz rund läuft, muss ich sagen. Aber ich bin mir da relativ sicher, dass hier die Entwickler von Walkabout Minigolf ganz, ganz schnell nachlegen werden. Vielleicht liegt es auch an der aktuellen Firmware, der Pico, dass da auch noch mal ein bisschen geschraubt werden muss. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall mega, mega spielbar. Es macht mega, mega Fun, wie ich es kenne. Natürlich macht es noch mehr Spaß, wenn man mit anderen spielt. Ich habe jetzt eine Runde mal alleine gespielt, um euch das Ganze mal zu zeigen. Mit den Bälle suchen und so weiter. Mit den Rumfliegen. Aber wirklich ein sehr, sehr cooles Spiel. Multiplayer funktioniert auch. Ich habe sofort Randoms gefunden. Ihr könnt natürlich auch private Räume einstellen. Dann könnt ihr Leute einladen. Ich meine, bei der alten Version bis zu 5 Leute. Bei der neuen gehen mittlerweile 8 Leute. Ich gehe jetzt mal davon aus, hier gehen nur 5. Und die Frage war natürlich wegen Crossplay. Also ich würde jetzt einfach mal vom Bauchgefühl behaupten, Crossplay funktioniert noch nicht, weil wir unterschiedliche Versionen haben. Weil ich kann ja jetzt nicht mit einem auf der Quest zusammenspielen, der jetzt irgendein DLC zockt, den es auf der Pico noch gar nicht gibt. Aber ich werde das auf jeden Fall nochmal alles in Erfahrung bringen und natürlich dann auch mal testen. Ja, wie gesagt, schade, dass es eine ältere Version ist. Ich hoffe ganz, ganz schnell auf eine neue Version. Aber nichtsdestotrotz, Walkabout Minigolf bleibt Walkabout Minigolf. Es ist super, es ist spitze und es ist natürlich auch die 15 Euro wert. Ja, eure Meinung. Was sagt ihr zu Walkabout Minigolf? Habt ihr das auch schon mal gespielt? Wahrscheinlich, ne? Aber schreibt es trotzdem mal hier unten rein. Würde mich natürlich riesig freuen. Und ich werde natürlich alles durchlesen an euren Kommentaren und natürlich auch beantworten. Ganz zum Schluss meine zwei Community-Seiten. Einmal die Facebook-Gruppe, Link in der Videobeschreibung. Einmal unser Discord, auch hier natürlich der Link in der Videobeschreibung. Einfach draufdrücken, schon seid ihr da. Ich freue mich auf euch. Ja, jetzt sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Jetzt viel Spaß mit Walkabout Minigolf. Und zum nächsten Video sehen wir uns natürlich wieder.